Moin Sie, Onur. Mein Feeling wäre, vielleicht treffen wir uns einfach nochmal und zwar nicht zum Spazieren, sondern zum gemeinsam irgendwie am Tisch sitzen und daran so weiterdenken und vielleicht auch direkt so ein bisschen weitermalen. Was denkst du? Berlin ist ja völlig Ausnahme mit wie viel Farbe an den Wänden ist in Europa. Hier passiert schon echt viel. Früher gab es hier voll viel Wandmalerei noch aus den 70ern, und wo die Leute zum Teil immer noch malen, gibt es immer noch. Am Anfang sind wir immer nur in die Staaten eingeladen worden. Diese Wandbilder waren noch nicht so populär. Mein Name ist Onur, ich bin Maler. Ich male Wände, ich male Leinwände, ich male auf dem Dach rum, ich male auf Papier. Und das ist mein Job, ich liebe das. Das ist das, was ich gern mache. Ich bin ein großer Fan von Kunst und Fotografie und von Street Art und kenne die Sachen von Ono schon seit ein paar Jahren. Bin ein Riesenfan von den Sachen, die er so macht, und habe ihm irgendwann mal auf Instagram geschrieben und ihn gefragt, ob er nicht Lust hat, in meiner Wohnung eine Wand anzumalen. Und wir haben uns dann getroffen und uns sofort gut verstanden, und tatsächlich hat er sich bereit erklärt. Wir haben uns da ganz schön reingesteigert. Aus einer einfachen Idee wurde immer mehr und mehr und mehr, und wir haben da Wochen und Monate uns damit beschäftigt. Und das hatte so zur Folge, dass Onur die letzten 2 Jahre, also genau die Zeit, in der ich die Sachen für das Album erlebt habe und in der ich auch das Album geschrieben habe, so richtig so miterlebt habe. Wie so ein malender Spion in meiner Wohnung. Es war, wie ich ein WG-Mitbewohner wäre, der da nicht wohnt eigentlich, aber der trotzdem vieles mitbekommt. Ich habe mitbekommen, wie er für Paris geprobt hat. Ich hatte noch nie Live-Musik beim Malen. Es war super. Und plötzlich war ich raus aus der Wohnung. So, der WG-Bewohner war raus. Rausgehen und Wände malen, das ist mein Ausgleich. So wie andere die Musik machen, und das ist so mein Ding. Ja, dieses Raue gefällt mir halt. Ich glaube, das Berlin war, ist so ein bisschen wie New York vor 20 Jahren oder 30 Jahren. Weißt du, es hat immer noch so diese leeren Orte und immer noch Platz. Es ist noch Platz da, aber es wird auch enger. Musik spielt eine riesengroße Rolle. Radio ist auch immer gut. Ich liebe ja Marvel, Beatles, The Kinks, alle vom Flohmarkt. Ich finde, malen und Musik machen oder Lieder schreiben ist gar nicht so weit auseinander. Es muss ein echtes Gefühl drinstecken, es muss eine Idee dahinter sein und es muss ziemlich viel Können dahinter sein, um genau das zu Papier oder aufs Band oder auf die Festplatte zu bringen, was man eigentlich transportieren möchte. Es geht nicht darum, dass ein Bild aussieht wie ein Foto oder beim Song alle Töne richtig sind. Es geht darum, was man fühlt, wenn man das hört oder sieht. Ich male eigentlich nur Sachen, die mich interessieren. Aus meinem Alltag, aus Sachen, die ich lese, höre, drüber nachdenke, und das mixe ich dann mit surrealistischen Bildern, mit Tieren, Landschaften, mit Astronauten zum Beispiel. Marc hat mich knapp ein Jahr später angerufen und gesagt: Hey, du hast so viel mitbekommen von der Zeit, die eingeflossen ist in dieses Album. Du musst das Cover machen, oder möchtest du das Cover machen? Ono hat unendlich viele Entwürfe und Experimente gewagt. Es sollte eigentlich eine Zeichnung werden. Irgendwann wurde es einfach ein wilder Verlauf. Das war so ein Rumexperimentieren. Eins sah total chaotisch aus und das andere war super aufgeräumt und Aquarell hat irgendwie am besten gepasst, also zu dem Gefühl.
es ist nie perfekt. So wie im Leben nicht immer alles perfekt ist. Und das war so, manche Sachen sind halt nicht perfekt und das macht den Reiz aus. Da steckt wirklich die Liebe von zwei bescheuerten Köpfen drin. Irgendwann waren Ono und ich an dem Punkt, an dem wir wirklich glücklich waren mit dem Bild. Und dann muss daraus ja irgendwie noch ein richtiges Plattencover werden. Und ich bin mit dem Bild von Ono zu den Typeholics gegangen. Es war ein richtiger Prozess, wie Musik machen auch. Und ich hatte das beim Cover noch nie und habe das hier total genossen. Ich bin mir ganz, ganz sicher, dass nicht jeder alle Symbole und alle versteckten Messages entdecken wird in dem Cover, aber sie sind da und ich glaube, deswegen kann man sie spüren.